Ja, danke erstmal an Marc Rosso-Ophoff für die Nominierung zur Eiskübel-Herausforderung. Die Herausforderung nehme ich selbstverständlich an. Möchte auf dem Wege auch einmal aufmerksam machen auf die Eva-Luise und Horst-Köhler-Stiftung, welche Menschen hilft, die an seltenen Krankheiten leiden, aber auch Forschung unterstützt, um seltene Krankheiten besser zu erforschen. Und aber auch versucht die Öffentlichkeit mehr aufmerksam zu machen, dass es halt diese seltenen Krankheiten wie ALS zum Beispiel gibt. Ja, ich finde das eine gute Sache, diese Stiftung. Deswegen habe ich mir auch überlegt, da auch was hinzuspenden. Und zwar genau den Betrag, den ich an Kirchensteuer als Atheist nicht bezahlen muss. Da kommt auch ein bisschen was zusammen, wie der eine oder andere bestimmt bei der Lohnabrechnung mal gemerkt hat. Ja. Und dann möchte ich weiter nominieren für die nächsten Eiskübel-Herausforderungen einmal Holger Steinbach, dann Philipp Jansen und Stefan Hochkirchen, auch eher bekannt als Mogel. Ja, dann noch ein paar Hinweise für die notorischen Nörgler unter den Menschen. Das Eis ist aus artgerechter Haltung. Das Wasser ist zu 100% Bio. Außerdem wird es, nachdem das Ganze hier fertig ist, solarthermisch gesammelt und kommt dann Menschen zugute, denen es nicht ganz so gut geht wie uns. Nach meinen Berechnungen sollte das Wasser so um 19 Uhr etwa in Gelsenkirchen als Schauer niedergehen. Ich denke mal, die können das Wasser besser gebrauchen als wir. Ja, außerdem wurden keine Tiere und keine Kinder verletzt bei dem Dreh des Videos. Und es wurden keine Geheimbotschaften der Illuminaten eingebaut. Das Wasser hat die richtige Temperatur. Ich werde mich jetzt einfach mal übergießen. Es ist sehr angenehm kühl. Ich freue mich, dass die Terrasse damit auch gereinigt ist. Zwei Fliegen mit einer Klappe.